Hi! Nach mehrfachem Wunsch möchte ich nun dieses Video machen, welches sich damit auseinandersetzen soll, was Schäfer eigentlich unter Bildung versteht. Dieses Thema scheint vor allem dieses Jahr im Abitur eine wichtige Rolle zu spielen, vermutlich dann auch in den nächsten Jahren. Zu meiner Zeit war es noch nicht so, trotzdem erläutere ich dieses Thema natürlich. Der Bildungsbegriff an sich ist schon relativ komplex, denn häufig wird Bildung mit Wissen gleichgesetzt. Das heißt, wer gebildet ist, der hat auch ein großes Wissen. In der Umgangssprache stimmt das. Laut Schäfer darf man das aber nicht verwechseln. Bildung ist nicht Wissen. Genauso wenig ist Bildung Lernen. Das beides stimmt so nicht, sondern Bildung ist beides. Das heißt, das ist nicht getrennt. Bildung in Form von Wissen wäre eine Kompetenz. Das heißt, Bildung ist eine Kompetenz, die man innehat. Zum Beispiel Wissen in sozialen Gegebenheiten, also dass die Sozialisation stattgefunden hat, dass man sich in die Gesellschaft in gewisser Form integriert hat. Dann auch dementsprechend kulturelle Kompetenzen, die man erwirbt, dann auch geistige Kompetenzen. Das ist ganz wichtig. Geistige Kompetenzen sind ganz wichtig, wenn man von Bildung nach Schäfer redet. Denn Schäfer geht davon aus, dass es nicht nur heißt, Wissen in sich reinzukloppen, wie mit so einem Trichter, sondern dass das Ganze auch verarbeitet wird, dass das Individuum dem Wissen eine Bedeutung zuschreibt, dass also in dem Individuum an sich ein persönlicher Prozess vonstatten geht. Also dass geistige Fähigkeiten sich entwickeln, das ist ganz wichtig. Das gehört zu den Kompetenzen, die zur Bildung gehören. Des Weiteren gehören da noch ganz, ganz viele weitere Kompetenzen. Alles, was man so erwerben kann, letztendlich gehört in diesem Fall dazu. Auch die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, das heißt persönliche Kompetenzen, die das Kind erwerben muss. Gleichzeitig ist Bildung auch ein Prozess. Und zwar ein Prozess des Verstehens. An dieser Stelle bringe ich gerne einen Vergleich zu einem anderen Theoretiker, den wahrscheinlich die meisten Zuschauer hier nicht sehen, nicht kennen werden. Aber der ist ganz einfach hier einzubringen und der hilft beim Verständnis ganz viel. Ich schreibe das mal in Rot, damit deutlich wird, das gehört jetzt nicht zu Schäfer, sondern zu einem anderen Theoretiker. Aber der hilft unglaublich viel, um zu verstehen, was Schäfer uns sagen will. Dieser Theoretiker ist Siebert. Und Siebert redet von der Bildungstrias. Hier ist das Wort Trias drin, also sowas wie die Dreifaltigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Hier haben wir aber Bildung ist Selbstbildung, also das Verstehen von sich selbst, Selbstverstehen, Fremdverstehen, und Welt verstehen. Das bezeichnet Siebert als Bildung. Selbstverstehen, also ich verstehe mich selber. Ich verstehe, warum ich so bin, wie ich bin. Ich verstehe andere, fremdverstehen. Ich verstehe andere, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie handeln, wie sie handeln. Und Welt verstehen, ich verstehe das ganze Konstrukt der Welt um mich herum. Nun, was hilft uns das in Bezug auf Schäfer? Schäfer sagt, Bildung hat mit Selbstverstehen zu tun und mit Weltverstehen. Und unter dem Begriff des Weltverstehens begreift Schäfer sowohl Fremdverstehen als auch Weltverstehen. Das heißt, wenn wir vom Weltverstehen reden, nach Schäfer, gehört dann nicht nur dazu, dass ich meine Umwelt verstehe, sondern auch, dass ich andere Individuen verstehe. Das finde ich als Siebert ganz schön ausgedrückt und deswegen hier der Begriff des Fremdverstehens laut Siebert nochmal aufgeführt, damit sich auch einprägt, Weltverstehen laut Schäfer
heißt nicht nur meine Umwelt verstehen, Natur verstehen, sondern auch die anderen Individuen in der Umwelt verstehen. Dementsprechend ist Bildung auch ein Prozess, laut Schäfer, weil Verstehen allgemein ein Prozess ist. Ich erwerbe nicht plötzlich das Verständnis. Das ist nicht so, dass auf einmal mir der Heilige Geist erscheint und sagt, du hast verstanden. Nein, Verstehen ist ein langer Prozess. Das heißt, ich habe erst ein Konstrukt im Kopf, und so sagt der Schäfer auch, ich habe ein Konstrukt im Kopf, nun werde ich mit einer anderen Gegebenheit konfrontiert. Und mein Konstrukt im Kopf kann das nicht erklären. Daraufhin ändert sich das Konstrukt im Kopf und ich fange an zu verstehen. Und wem das bekannt vorkommt, der kann jetzt sagen, ja, ich habe was erkannt. Weil Schäfer bezieht sich auch ganz stark auf die Theorie von Piaget. Piaget hat gesagt, wir denken in Schemata, so gesehen in Schubladen. Und das hat Schäfer in gewisser Weise aufgegriffen und gesagt, auch der Mensch denkt weiterhin, so gesehen in Schubladen, in Konstrukten. Das Wort Konstrukt ist ja ganz wichtig und hier kann man sich gerne mal ein Video des Konstruktivismus angucken, denn das gehört so gesehen zu Schäfer dazu, um seine Theorie wirklich zu verstehen. Was hält er von einem Konstrukt? Also wer das Video des Konstruktivismus sich ansieht, kann das auch gerne auf Schäfer beziehen. Viele Sachen sind da sehr ähnlich. Und das hilft auch zum Verständnis von Schäfer bei. Also, Bildung laut Schäfer ist eine Kompetenz, nämlich dass man Wissen hat und mit diesem Wissen kann man sich selbst und die Welt verstehen, wobei die Welt die Umwelt ist und die anderen Menschen, die auch noch dort sind, so gesehen das Fremdverstehen. Jetzt gibt es aber auch Grundvoraussetzungen. Ich schreibe hier mal vor für Voraussetzungen, die gegeben sein müssen letztendlich, damit überhaupt Bildung stattfinden kann. Das möchte ich aufgrund vom Platzmangel hier nicht mehr anführen, aber ich denke, wenn ich das erzähle, wird das auch funktionieren. Erstmal braucht der Mensch Beziehung zu anderen, um überhaupt Bildung bekommen zu können. Das heißt, um diese Kompetenzen überhaupt ausbilden zu können, kulturelle Kompetenzen, soziale Kompetenzen, braucht es Kontakt zu anderen. Das ist auch logisch. Wie soll ich lernen, dass in einem christlichen Staat, beispielsweise Sonntag, das Prinzip der Ruhe gilt, wenn ich nichts mit anderen Menschen zu tun habe und man mir das nicht beibringt? Dementsprechend gehört zum Kompetenzerwerb der Umgang mit anderen Menschen dazu. Genauso gut gehört aber auch der Umgang mit anderen Menschen dazu, um diesen Prozess zu verinnerlichen. Wie soll ich denn die Welt verstehen, wenn ich mit der Welt nichts zu tun habe? Das heißt, Beziehungen zu anderen sind ganz wichtig. Auch Anregungen durch die Umwelt sind ganz wichtig, damit ich die Welt und mich selbst verstehen kann. Nur wenn ich etwas in der Welt sehe, was vielleicht nicht zu meinen Erwartungen entspricht oder was mich irgendwie sogar ein bisschen schockiert, kann ich mich selber verstehen. Beispiel: Ich wachse in einer sehr christlichen Familie auf und jetzt auf einmal sehe ich Moslems und die verhalten sich ganz anders. Dann könnte ich geschockt sein. Erstmal im ersten Moment als Kind. Und nun könnte ein Selbstverstehen überhaupt erst anfangen, dass ich verstehe, aha, du hast so und so eine Weltansicht, es gibt auch andere. Das heißt, dieses Fremdverstehen, Weltverstehen und das Selbstverstehen, das geht sehr stark ineinander ein und wechselwirkt miteinander. Auch gehört ganz wichtig dazu eine Selbstbildung, die ein Individuum letztendlich durchläuft. Selbstbildung bedeutet, dass Bildung durch Vorgänge in sich selbst letztendlich auch zustande kommt. Das heißt, das Individuum ist kreativ. Kreativ ist ja ein wichtiger Begriff laut Schäfer. Wir hatten gerade schon mal eine Situation, das Individuum sieht etwas und kann es nicht verstehen und muss deswegen sein Konstrukt im Kopf ändern. Und das ist ein kreativer Vorgang. Ein Vorgang, der im Kopf des Kindes vonstatten geht. Da kann man nicht letztendlich sagen, was da genau vonstatten geht. Keiner kann da reingucken. Aber das Kind wirkt hier kreativ. Und man kann sich sicher sein, das, was das Kind nun im Kopf hat von einer Vorstellung, entspricht nicht der Realität. Auch die Vorstellung, die Erwachsene im Kopf haben, entspricht nicht der Realität. Wir haben nur ein Abbild der Realität im Kopf, mit der wir relativ gut die Realität erklären können. Und mit der wir sie relativ gut verstehen können. Aber das, was wir im Kopf haben, ist nie die Realität. Wer das nicht ganz versteht, nicht schlimm, auch hier wieder der Verweis zu dem Video des Konstruktivismus.
auch gehört zu diesem Prozess und zur Voraussetzung überhaupt, damit Bildung vonstatten gehen kann, die Selbstentwicklung dazu. Selbstentwicklung ist ein komplexer Prozess. Das bedeutet, dass man sich als Kind entwickelt, kognitiv im Kopf, aber dass man auch heranreift. Das heißt, ein Kind im Alter von einem halben Jahr wird noch nicht die Sprache wirklich so gut durchschauen können, wie sie schon ein Kind mit 2 Jahren durchschauen wird. Da hat sich im Gehirn schon was verändert. Das Gehirn ist gereift. Das gehört auch dazu, dass eine Grundvoraussetzung, damit Bildung überhaupt stattfinden kann, dass auch das Kind genetisch so gesund ist, dass es reifen kann. Wenn das nicht der Fall ist, ist eine Grundvoraussetzung nicht erfüllt. Wir resümieren nochmal. Voraussetzung, dass Bildung überhaupt stattfinden kann, ist, dass das Kind kreativ ist, dass also es Rückschlüsse ziehen kann, dass es im Kopf letztendlich so gesehen biegsam ist, dass es eine Selbstentwicklung gibt. Das heißt, sowohl im Kopf durch das Kind, als auch körperlich im Sinne von, das Gehirn entwickelt sich, der Körper entwickelt sich, man kriegt eine bessere Körperkontrolle, das gehört auch alles dazu. Dann, dass Beziehungen zur Umwelt aufrechterhalten werden. Das heißt, das Kind wächst nicht im stillen Kämmerchen auf, sondern das Kind und die Umwelt wechselwirken miteinander. Es wechselwirkt mit anderen Personen, um letztendlich überhaupt ein Weltverstehen ermöglichen zu können und auch damit ein Selbstverstehen überhaupt möglich ist. Auch gibt es Anregungen durch die Umwelt. Sonst hat man ein Problem, wenn es keine Anregungen durch die Umwelt gibt. Wenn es keine Anregungen nämlich durch die Umwelt gibt, wie soll das Kind auf irgendwas aus der Umwelt letztendlich sich darauf anpassen können? Das geht nicht und somit wird es kein Wissen erfahren, was letztendlich als Kompetenz ein Teil der Bildung ist. Wichtig ist nochmal, Bildung und Wissen ist nicht gleichzusetzen und Bildung und Lernen ist nicht gleichzusetzen. Das wäre vollkommen falsch. Vielmehr ist Lernen als Prozess ein Teil der Bildung und Bildung ist als und Wissen ist als Kompetenz ein Teil der Bildung. Das heißt, es sind Teile der Bildung, aber nicht Gleichbildung. Wenn man das so gesehen mal sagen möchte, haben wir hier den großen Kreis Bildung und Wissen ist eine Teilmenge und Lernen ist eine Teilmenge. Da gehört aber noch viel mehr rein. Da gehört nämlich der ganze Prozess des Verstehens noch dazu. Verstehen ist ein sehr wichtiger Begriff im Zusammenhang von Schäfer, dass man überhaupt den Dingen, die man lernt, eine Bedeutung zuschreibt. Denn wenn ich einfach nur verinnerliche, okay, einige Menschen gehen sonntags in die Kirche, was hat das Kind davon? Es muss ihm eine Bedeutung zuschreiben, dass er ein christlicher Glaube hintersteckt, eine Überzeugung, ein Weltverständnis, so gesehen, einiger Menschen. Und dass das Kind letztendlich selber dann vielleicht gläubig wird, wäre ein Prozess des Verstehens und des Selbstverstehens, eine Art der Kompetenz auch gleichzeitig, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, dass das Kind eine Persönlichkeit entwickelt. Ich sehe, dieser Begriff ist relativ komplex. Die Bildung nach Schäfer ist bestimmt nicht einfach. Dementsprechend bin ich vielleicht auch ganz glücklich, dass ich das nicht im Abitur damals hatte. Aber das ist nun mal jetzt Voraussetzung fürs Abitur und ich hoffe, hier ein bisschen Klarheit in diesen Bildungsbegriff erstmal gebracht zu haben. Denn um alles zu verstehen, was mit Schäfer zu tun hat, ist dieser Begriff der Bildung schon relativ wichtig und man kommt da nicht drum rum. Man kann sich natürlich diese Begriffe nochmal selbst zusammenschreiben, um das Ganze letztendlich mehr zu verinnerlichen. Aber auch der Bezug zu Siebert, Selbstverstehen, Fremdverstehen, Weltverstehen, ist ganz interessant, um die Begriffe von Schäfer, Selbstverstehen und Weltverstehen, richtig deuten zu können. Denn zum Weltverstehen, zur Bildung, dass man letztendlich die Welt versteht, gehört nämlich nicht nur das Verstehen der Umwelt, der Natur, sondern auch das Verstehen von anderen. Und das Selbstverstehen und dieses Weltverstehen wechselwirkt miteinander. Dadurch, dass ich die Welt anders verstehe, lerne ich auch mich besser zu verstehen. Das heißt, Wissenszuwachs sorgt auch dafür, dass eine Persönlichkeitsentwicklung vonstatten geht, dass sich geistige Fähigkeiten entwickeln, dass ich vielleicht auch anders mit von der Kultur kriege und so weiter und so fort. Also ganz schön komplex, was da miteinander wechselwirkt. Das ist auch ganz wichtig, sich zu merken. Frühkindliche Bildung laut Schäfer ist komplex. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, hier weitergeholfen zu haben, den Videowunsch erstmal hier ein bisschen entgegengekommen zu sein
und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.